Ja, willkommen hier in der Provinz in Bohol. Wir sind jetzt hier bei Anns, im Prinzip Stieffamilie, wo sie als Kind aufgewachsen ist. Und hinter mir seht ihr, es ist eigentlich schon Nacht. Wir haben jetzt, wie spät? 20 nach 18 Uhr, also 18:20 Uhr. Da ist jetzt dunkel. In 10 Minuten ist die Sonne weg und dann haben wir Nacht. Und gerade nach dem Taifun war das Nacht, denn kein Strom. Und dass ich jetzt hier so schön im Hellen stehe, liegt einfach daran, dass ich die Solarlampen, die ich ja gekauft hatte für uns in Cebu, die habe ich, nachdem wir relativ schnell den Strom wieder hatten, hierhin gegeben. Das heißt, euer gespendetes Geld, ich habe ja so gut etwa 14.000 Peso habe ich bekommen von euch nach dem Taifun, die habe ich sozusagen in Solar investiert und statt das dann selber zu behalten, was ich nicht brauche, habe ich es eben hier den Cousins geschenkt. Und so sehen die Dinger halt aus. Das ist halt die Solarlampe, die ist 100 Watt laut Hersteller, das ist Bosca, aber ihr seht, die leuchtet hier das Ganze schon relativ gut aus. Dann haben wir hier den Fan, den solarbetriebenen Lüfter, der hat Batterie und der hält auch super. Hier wäre die Solarzelle, die jetzt allerdings im Dunkeln ist. Und der läuft halt tagsüber vor allem auf Stroh, auf Solarstrom und die freuen sich hier gerade. Denn das ist Cassie, die Kleine mit dem Herzfehler, für die wir leider keine Operation hingekriegt haben. Tada, sexy Cassie, tada. Und das ist der andere Teil der Familie. Da ist Anne und da ist Ai Ai und Joni. Und jetzt gehen wir mal rein, um euch zu zeigen, hier ist auch Licht und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben im Prinzip nur diese zwei Solarlampen jetzt an und die leuchten das hier richtig gut aus. Und wenn die weg sind, dann ist hier drin stockduster. Beziehungsweise, Ai, can you switch off the solar lights, please? She gets the. Ich muss jetzt die Fernsteuerung benutzen, um mal auszuschalten, ja. So, und so war das im Prinzip, ja, nach dem Taifun ohne alles. Und was sie benutzt haben, waren hier selbstgemachte Lampen. Das ist im Prinzip ein Molotow-Cocktail, da ist Diesel drin und dann brennt das hier. Und bei so einem Licht haben die dann hier ab, ja, 18:30 Uhr sozusagen bis zum nächsten Sonnenaufgang gesessen und hatten kein Licht. Und Küche war halt so, ja. Wir haben jetzt hinten noch ein bisschen Licht im Bad, das schalten wir jetzt auch mal aus. Also ihr seht, so wäre Provinzleben eben gewesen ohne Licht. Now we can switch on the lights back, please. Ja, und so haben die hier wirklich bis vor. So, when did you get the power back? Last week? 2 weeks ago? So now two. Ja. Ja, seit knapp 2, 3 Tagen haben sie jetzt selber wieder Strom hier. Und bis dahin haben halt meine Solarlampen oder eure Solarlampen im Prinzip hier Licht für Licht gesorgt. Weil das ist die Küche mit einer Solarlampe. Und ihr seht, da kann man leben. Dann hat der Mick, der Sohn, der hat von seinem Arbeitgeber noch eine Lampe spendiert bekommen. Die ist hier oben im Baum und leuchtet eben hier den Hofbereich relativ gut aus. Das ist jetzt hier nicht so gut zu sehen, weil die Kamera eben nicht so nachtscharf ist, aber die vom DJ Osmo, die ist schon besser. Ich werde aber euch das alles am Tag auch noch zeigen, insbesondere weil dort stand das alte Haus und das zeige ich euch dann auch. Also so eine Solarlampe macht extrem viel Sinn. Die kosten 1.800 Peso das Stück, aber ihr seht, es reicht völlig aus und das Gute ist, die halten tatsächlich die ganze Nacht durch. Also die laufen von jetzt bis morgen früh und sind so hell. Und jetzt wieder zum alten hässlichen Mann. Also diese Solarlampen sind wirklich gut. Die laufen die ganze Nacht durch. Die haben auch eine 5 Jahre Garantie. Das ist die Firma Bosca. Link mache ich in die Beschreibung rein. Also die kann man wirklich kaufen. Das sind 100 Watt Lampen angeblich. Die, naja, gut, 100 Watt werden die garantiert nicht haben, aber
Sie sind auf jeden Fall schön hell und mit 4 Lampen kann man dann hier eben richtig gut, sag ich mal, leben. Ja, weil ihr seht ja, das ist alles richtig gut ausgeleuchtet hier. Ja, und dann, wie gesagt, nächstes Update dann in Kürze, wenn ich die nächsten Videos mache. Bis denn!